Erfundene Geschichte Teil 3, das Mysterium der Weltausstellungen. Wenn der moderne Mensch bis vor kurzer Zeit den Sinn der ihm bekannten Geschichte als Evolution, als Höherentwicklung aufgefasst und gepriesen hatte, so war die vom traditionalen Menschen gekannte Wahrheit genau entgegengesetzt. Weißt du, was ich meine? Der Begriff Kabale beschreibt die aus dem Verborgenen heraus über bekannte und nicht bekannte Geheimgesellschaften operierende hierarchische, monolithische Organisation, die... Jetzt, spätestens jetzt müsst ihr den Aluhut aufhaben, weil das ist jetzt, wir sind drin. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community, fühlt euch gedrückt, meine Jutzen. Und zwar ziehen wir uns heute in den dritten Teil rein. Erfundene Geschichte Teil 3, das Mysterium der Weltausstellungen. Und zwar ist es der dritte Teil von der dreiteiligen Serie Erfundene Geschichte. Das Video geht 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob ich es in wie viel Häppchen ich das aufteile. Wir gucken mal, je nachdem, wie es vibe, meine lieben Freunde. Daumen nach oben dalassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, es geht los, Digi. Was wissen wir wirklich über unsere Vergangenheit? Wer profitiert davon, die Menschheit klein zu halten? Klein zu halten. Noch vor weniger als 500 Jahren eine technisch hochentwickelte, weltweit vereinte Zivilisation auf unserem Planeten? Wieso explodierte das Wissen der Menschheit im 19. Jahrhundert, nur um seitdem zu stagnieren? Welche Rolle spielen die Weltausstellungen bei der Einführung vergessener Technologie? Wie lange schlafen Sie durchschnittlich? 8 Stunden etwa. Das sind 441 Millionen. 504.000. Warum fuhren die Weltausstellungen große Verluste ein, obwohl sie angeblich von knallharten industriellen Räuberbaronen aufgebaut wurden? Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es scheint. Wie es scheint. Es wird Zeit, dass wir uns wieder erinnern. Einführung. Um den spirituellen Hintergrund zu verstehen, der für jede nicht-modernistische Zivilisation typisch ist, ist es notwendig zu erkennen, dass der Gegensatz zwischen historischen Zeiten und mythologischen Zeiten der qualitative und substanzielle Gegensatz zwischen Zeiten ist, die nicht von derselben Art sind. Wenn der moderne Mensch bis vor kurzer Zeit den Sinn der ihm bekannten Geschichte als Evolution, als Höherentwicklung aufgefasst und gepriesen hatte, so war die vom traditionalen Menschen gekannte Wahrheit genau entgegengesetzt. Weißt du, was ich meine? In allen alten Zeugnissen der traditionalen Menschheit kann man immer wieder in der einen oder anderen Form den Gedanken eines Rückschritts, eines Falles finden. Von ursprünglich höheren Stadien seien die Wesen zu immer mehr vom menschlichen, sterblichen und zufälligen elementbedingten Stadien abgestiegen. Zu behaupten, wie man traditional behaupten muss, dass am Anfang nicht ein tierhafter Höhlenmensch existiert hat, sondern ein mehr als Mensch und dass schon die älteste Vorgeschichte nicht nur eine Kultur, sondern sogar eine Ära der Götter kennt, bedeutet für viele, die in der einen oder anderen Weise an das Evangelium des Darwinismus glauben, reinste Mythologie. Das ist krass, Bro. Diese ganze Geschichte mit diesem Darwin und Evolution, das hat ja dafür gesorgt, dass wir denken, dass sich alles immer weiterentwickelt. Es geht immer evolutionstechnisch voran. Wir sind jetzt auf jeden Fall krassere Menschen als die Menschen von vor 1000 Jahren. Aber das ist ja halt nicht der Fall. Und es wird heute als Mythologie abgestempelt und als irgendwelche erfundenen Geschichten von Supermenschen und so, dies, das, blablabla. Aber was ist, wenn es wirklich so gewesen ist? Was ist, wenn die Menschen früher ein heftigeres Wissen hatten als wir heute? Wenn ich mir angucke, wie wir heute miteinander leben, in der modernen Welt, in den Städten, in der westlichen Welt vor allen Dingen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir einen Fortschritt gemacht haben. So.
Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind getrennt von der Menschlichkeit, wir sind getrennt von der Liebe, wir sind getrennt voneinander, wir respektieren die Natur nicht mehr, wir gehen nicht gut mit Tieren um, wir gehen nicht gut miteinander um, wir sind gar nicht mehr richtig Mensch, meiner Meinung nach so. Weißt du, wir jagen nur Materialismus, wir jagen nur, die jagen, arbeiten unser Leben lang, sind nicht mehr richtig glücklich, sind nicht mehr richtig im Moment. Also keine Ahnung, für mich sieht das eher nach einem Rückschritt aus, wenn ich mir reinziehe auch teilweise, wie 14-Jährige draußen am irgendwo sitzen und den ganzen Tag nur TikTok so runterscrollen, so, weißt du, wie ich meine? Da kannst du mir nicht sagen, dass wir uns weiterentwickelt haben, evolutionstechnisch. Bro. In Teil 2 unserer Doku-Reihe Die Zerstörung der alten Welt haben wir dargelegt, wie sich infolge eines weltweiten Kataklysmus im 18. oder frühen 19. Jahrhundert die gesellschaftlichen Verhältnisse abrupt veränderten. Dieses Ereignis wird auch als Reset oder Neustart bezeichnet. Die industrielle Revolution war eine der offensichtlichsten Folgen dieses Resets. Nach dem Untergang der alten Welt entstand ein Machtvakuum, das von einer kleinen Machtelite ausgenutzt wurde, um mittels Imperialismus und der Gründung von modernen Nationalstaaten die alten Königreiche zu entmachten und die Welt unter sich aufzuteilen. Im Zuge der Industrialisierung standen die verborgen agierenden, herrschenden Kräfte vor der Herausforderung, die Massen von ihren Plänen zu überzeugen. Dazu wurden unter anderem die Weltausstellungen ins Leben gerufen. Diese Ausstellungen dienten aller Wahrscheinlichkeit nach dazu, bestimmte Technologien unter die Menschen zu bringen und in die Gesellschaft einzuführen, oder besser gesagt, wieder einzuführen. Die erste bedeutende Weltausstellung fand, ganz im Sinne der Rolle, die die britische Krone damals spielte, im Jahr 1851 in London statt. Dieses Jahr muss demnach auch als symbolisches Jahr für den Höhepunkt der industriellen Revolution betrachtet werden. Schwarmbewusstsein sagt, wir benutzen das Wort primitiv für andere Länder oder früher, aber die einzige primitive Zivilisation ist von heute. Darauf hat der Kevin erstmal dem Schwarmbewusstsein einen Sub rausgeknallt, Digga. Ich küsse dein Herz, Bro. Fühl ich. Angeblich besuchten 6 Millionen Menschen, immerhin ein Drittel der britischen Bevölkerung, die Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Doch der durch diese Ausstellungen gezielte Wissens- und Technologietransfer begann vermutlich schon in den 1840ern. Zumindest galt die im Jahr 1844 in Paris durchgeführte französische Industrieausstellung als Vorläufer der großen Londoner Weltausstellung von 1851. In Deutschland hießen die Weltausstellungen meist Gewerbe- und Industrieausstellung, wobei Deutschland eher eine untergeordnete Rolle bei dieser Aktion spielte. Grundsätzlich lässt sich anmerken, dass dies ebenfalls auf die Rolle Deutschlands als Kolonialmacht zutrifft. Auch hier wurden die Deutschen in den Hintergrund gedrängt. Genau genommen richtet sich die europäische Politik seit deutlich mehr als 100 Jahren eindeutig gegen Deutschland und die deutsche Bevölkerung. Krass, warum? Die Gründe hierfür bleiben spekulativ. Westeuropa, Australien, Neuseeland und das von der britischen Krone Ich sag dir ehrlich, ich glaube, die haben Angst gehabt vor dem Deutschen auch teilweise so. Ich glaube, der Deutsche war schon immer irgendwie was Besonderes. So, ich bin jetzt Deutscher, Digga, wenn ich das jetzt sage, kommt das ein bisschen so, dass ich mich selbst pushen will. Aber auf irgendeine Art und Weise glaube ich, dass die Deutschen irgendwas Besonderes an sich haben. Keine Ahnung, wo das herkommt, aber die haben... Mann, die sind weltweit bekannt für ganz viele Dinge, so, weißt du, wie ich meine? Erfindungen teilweise, Dichter, Vordenker, Bruder, Musik, Ingenieurswesen. Voll viele Sachen sind die Ursprung in Deutschland, weißt du, wie ich meine? Das hat schon was zu heißen, so. Und ich glaube auch, wenn ich mir teilweise Zitate reinziehe, glaube ich auch menschlich gesehen, dass die Deutschen mal richtig heftig waren, so, weißt du? Und dass man davor vielleicht Angst hatte und deswegen... bewusst Deutschland in die Ruin getrieben hat so und immer noch treibt, weißt du? Kann schon sein, Digga, ist ein bisschen Schwurbelei hier, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, ist so ein bisschen theoretisch aufgebaut, aber ich habe da schon einige Sachen gehört, die ich jetzt an der Stelle nicht aussprechen möchte, aber da gibt es einige Dinge, wie auch England teilweise Dinge installiert hat in Deutschland, um Deutschland langfristig zu schaden und gerade die Mentalität des Deutschen kaputt zu machen, so.
Amerika, dessen Unabhängigkeit nur auf dem Papier existiert, müssen als wichtigste Schauplätze für die Industrialisierung betrachtet werden. In diesen schon damals von der Kabale kontrollierten Ländern fanden auch so gut wie alle Weltausstellungen statt. Der Begriff Kabale beschreibt die aus dem Verborgenen heraus über bekannte und nicht bekannte Geheimgesellschaften operierende hierarchische, monolithische Organisation, die... Jetzt, spätestens jetzt müsst ihr den Aluhut aufhaben, weil das ist jetzt, wir sind drin. Wurzeln. Kabale den Männert, ne? Den antiken, okkulten Mysterienkulten hat und sich insbesondere nach dem letzten Reset wie ein Spinnennetz über die Erde ausbreiten konnte. John F. Kennedy hatte kurz vor seinem Tod von diesem monolithischen Machtapparat gesprochen. Ja. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific. Bruv, du musst dir überlegen, der hat darüber einfach geredet, Digi. Ein amerikanischer Präsident, das musst du dir mal reinziehen. And political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. Worauf hat Kennedy hier Bezug genommen? Nur auf die Gefahr des Kommunismus, wie gerne behauptet wird? Oder bezog er sich in Wahrheit auf jene Gruppe, die UFO-Forscher Richard Dolan als Breakaway Civilization, also abtrünnige Zivilisation, bezeichnet hat? Auch wenn Breakaway Civilization, krasse Bezeichnung. Kennedy eventuell Kennedy, ja. Teil genau des Machtapparates war, von dem er hier sprach, ist seine Rede sehr treffend. Letztlich kontrolliert die Elite über die Dialektik immer alle Seiten. Für sie ist die Öffentlichkeit nur eine Bühne. Genau wie im Zuge der Französischen Revolution die alte Machtelite abdanken musste und durch eine neue ersetzt wurde, gibt es auch in unserer Zeit nach außen hin des Öfteren vermeintliche Machtkämpfe, die jedoch keineswegs zufällig oder ungeplant ablaufen. Das ist immer diese Sache so. Das ist immer diese Sache, dass halt leider die Opposition auch hart kontrolliert wird und dass man heutzutage nicht mehr wirklich weiß, wer ist wirklich auf unserer Seite so. Weißt du? Da muss man einfach auf sein Gefühl hören, weil oft sind die Leute, die auch so aussehen, als ob sie eine Opposition sind, wie zum Beispiel die AfD gerade in Deutschland so. Die sehen so aus, als ob sie die Gegenseite präsentieren. Die sehen so aus und sagen Dinge, die wir gerne hören wollen würden und die wir gerne auch umgesetzt haben wollen würden, aber sind auch auf eine Art und Weise kontrolliert und sind nur dafür da, damit wir den Glauben in die Politik generell nicht verlieren und die meisten Menschen immer auch irgendwas hingeschmissen bekommen, so einen Knochen hingeschmissen bekommen, an dem sie sich halt festhalten können auf irgendeine Art und Weise, so weißt du. Und das wird immer wieder getan, deswegen muss man da echt vorsichtig sein. Diese Strategie wird auf allen Ebenen eingesetzt, wurde aber vor allem auf der politischen Ebene der Öffentlichkeit bekannt unter dem Namen COINTELPRO. Dieser Begriff bezeichnet... Und davon berichten auch ganz viele Insider-Leute, so weißt du, wie ich meine. Da gibt es ganz viele Leute auch im deutschsprachigen Raum, die das immer wieder auch sagen und selber Parteien gegründet haben und mit ARD gearbeitet haben und diese ganzen Sachen, die das auch sagen, dass das so ist. So. Die Unterwanderung politischer Gruppierungen durch das FBI während der Anfangszeit... Die Leute werden mit ihrer Hoffnung verarscht, ja, genau. ...des Kalten Krieges. Mittlerweile wird meist der Begriff kontrollierte Opposition benutzt, um zu beschreiben, dass Widerstandsbewegungen bewusst aufgebaut und gesteuert werden, um die Energie der Massen zu neutralisieren und in für die Elite akzeptable Bahnen zu lenken. Another world is possible. We die ist offensichtlich, bruv. Der Prozess der Dialektik, also die Lehre Gegensätzen und ihre Auflösung ist ein Fundament. Die ist verantwortlich für die Klimakleber und für diese ganze Scheiße. Ja, Freunde, wisst ihr Bescheid. Aller Aspekt der Massen.
Und diese Leute, die das machen, die denken echt, die kämpfen gegen das System. Da ist es, also bei diesen Klimageschichten ist es offensichtlicher wie bei allen anderen Sachen so. Zum Beispiel Black Lives Matter bin ich auch reingefallen so. Auch, war auch so eine Geschichte. Kontrollierte Opposition, die wollten das in schön in die Bahn lenken, wo sie es gerne haben möchten so. Safe, wurde unterwandert. Habe ich mir auch reingezogen von Candace Owens, die Sache und so. Da bin ich natürlich auch persönlich involviert und deswegen als Schwarzer war das schwer, das zu durchblicken, wenn du emotional gemacht wurdest und da dir gedacht hast, so geil, Digga, endlich stehen mal ein paar Leute auf für uns und so. Aber ja, Klimageschichte, Bruderherz, das wird halt echt bei ganz vielen Thematiken durchgezogen. Biologie. Üblicherweise spalten sich die Massen bei emotional bedeutsamen Themen in zwei entgegengesetzte Pole, dadurch entsteht ein Spannungsfeld. Und um Menschen zu steuern, ist es notwendig, beide Pole dieses Feldes zu kontrollieren, nicht nur eine Seite. Durch die Kontrolle beider Pole, These und Antithese, kann die gewünschte Synthese, das Ergebnis, gesteuert werden. Das Kennedy-Attentat war eine Art alchemistischer Prozess, wie die amerikanischen Autoren James Shelby Downard und Michael Hoffman in ihrem Werk King Kill 33 beschreiben. Okay. Der Königsmord sei ein uraltes magisches Ritual, welches der gesellschaftlichen Erneuerung dient. Der rituelle Königsmord ist in der Forschung gut untersucht, siehe René Girard, James Frazer, und findet sich in allen Epochen und Gesellschaften wieder. Weltweit medial inszenierte Ereignisse sind nach Downard und Hoffmann weitgehend durchgeplant. Und ihr Zweck besteht einzig und allein darin, die Menschheit zu transformieren. Und das ist halt, das habe ich gestern noch mit einem Kumpel am Telefon besprochen, das sind so viele Ereignisse, wo du mit der Zeit halt dich selbst fragst, so krass. Der Kennedy-Mord ist ein Beispiel dafür. 9-11, die Kriege, die ausgebrochen sind, Irak-Krieg, Russland-Ukraine, Israel-Palästina jetzt. Du guckst dir die Dinge an, manchmal erst nach Jahren, manchmal aber auch schon sofort, merkst du einfach, wie gewisse Dinge nicht zusammenpassen so. Und ich bin überzeugt davon, dass bei diesen ganzen Ereignissen und bei diesen ganzen Kriegen, die geführt werden, so Dinge hinten dran stecken, die die meisten Leute gar nicht vermuten, nicht mal im Ansatz vermuten, so, weißt du? Sondern unsere Emotionen werden halt genutzt. Es werden Ereignisse ausgelöst, wo dann Emotionen hochkochen, wo man dann als Normalbürger irgendeine Seite annimmt und dann da reingeht mit seinen Emotionen und dann entweder anfeuert, verteidigt, keine Ahnung, irgendeine Position annimmt und so. Und man versteht aber gar nicht wirklich, warum das gemacht wird. Ob das nicht eventuell genau der Plan dahinter ist, dass wir so reagieren, wie wir reagieren, so. Weißt du? Deswegen bei diesen ganzen Ereignissen, bei diesen ganzen großen Ereignissen auf der Welt. Und ich glaube, viele Menschen können sich halt nicht vorstellen, dass Leute Ereignisse verursachen, wo ganz viele Menschen sterben und wo ganz viel Leid passiert, nur um irgendwas zu steuern oder irgendwie, keine Ahnung, da irgendwas zu rechtfertigen, was sie dann im Nachhinein tun. So. Das können sich Menschen nicht vorstellen. Dazu sind die Menschen noch zu krass verbunden mit ihrem Menschsein, so dass sie denken so, nein, das würde doch niemals ein Mensch tun. So. Aber ich sage euch, es gibt Menschen, die einen Scheiß auf ein menschliches Leben geben und die auch tausende Menschen sterben lassen, wenn das deren Agenda gut tut und wenn das in die richtige Richtung für sie geht, dann lassen die das zu und werden das tun. So. Weißt du? Ist so. Im mystischen Sinne geht es um Auflösung und Neuordnung. Solve et coagula. Dazu ist solch ein medial inszeniertes Psychodrama essentiell, um die Massen zu erreichen. Neben John F. Kennedy sehen wir diese inszenierten Dramen ebenfalls beim Tod von Prinzessin Diana und Michael Jackson. Auch aktuell können wir diesen Prozess wieder beobachten. Wer aufmerksam ist, erkennt bei den gegenwärtigen politischen Entwicklungen alle Anzeichen für eine durch Schock inszenierte künstliche Transformation der Gesellschaft. Erinnert mich an Corona, Digga. Wann war denn das Video? Ach, vor 2 Jahren, Digga. Muss wahrscheinlich Corona gewesen sein, was er gerade meint. Die Entwurzelung aus der Vergangenheit steht dabei an oberster Stelle und ist unabdingbar für alle weiteren Entwicklungen. Und er sagt quasi, diese Menschen wie Michael Jackson, Kennedy, Prinzessin Diana und so, die werden geopfert, damit man irgendeine Art von Transformation vornehmen kann, wa? Manly P. Hall, Freimaurer und eingeweihter Okkultist, schreibt in seinem Buch
The Adepts in the Western Esoteric Tradition. Die alchemistische Tradition enthält alle Elemente eines Weltprogramms der Erleuchtung und Reform. Es bedarf nur einer oberflächlichen Bekanntschaft mit der Philosophie und Literatur der Alchemie, um die Größe dieses verborgenen Projekts zu erahnen. Wäre es nur eine Wissenschaft zur Umwandlung von Metallen gewesen, hätten die Meister der Kunst nicht die Notwendigkeit gehabt, das Christentum zu verlassen und Zuflucht im Islam zu suchen. Und ein weiteres Zitat daraus. Das alchemistische Laboratorium wurde zum Heiligtum der spirituellen Wissenschaften und nahm den Platz der zerstörten Heiligtümer der alten Mysterien ein. Um auf den Begriff der Breakaway Civilization zurückzukommen, dieser wurde von Richard Dolan im Rahmen seiner Bücher UFOs and the National Security State geprägt. Er kam zu der Erkenntnis, dass eine elitäre Gruppe mit Zugang zu Hochtechnologie und geheimem Wissen einen eigenen Entwicklungsweg unabhängig vom Rest der Menschheit beschritten hat. Dadurch konnte sich eine parallele Zivilisation auf der Erde etablieren, von der wir heute nichts wissen. Oh, Digga, das ist krass, Bro. Sag ich dir so, wie es ist, Digga. Eine parallele Zivilisation, von der wir heute nichts wissen. Bruder, wir sind jetzt gehen wir rein. Also, dass die außerhalb vom normalen Menschen leben, davon bin ich auch überzeugt. Dass die Wissen haben, welches sie versuchen, auf Krampf vor uns zu verbergen, davon bin ich auch überzeugt. Dass die, ich glaube trotzdem daran, dass wir dieses Wissen erlangen können und dass wir trotzdem auf diese erleuchtete Ebene kommen können am Ende des Tages so. Aber es wird uns halt schwer gemacht so. Und ich glaube, bei denen, die leben parallel quasi und die haben dieses ganze Wissen auch, wie Menschen sich selbst heilen, wie man bewusst ist, diese ganzen Sachen so, weißt du, die wissen das natürlich alles, weil die auch Tools erfunden haben, um uns von diesem Bewusstsein zu trennen. Deswegen würde ich ihm schon teilweise recht geben. Könnte sein, dass die einen ganz anderen Lebensweg gehen, dass sie eine ganz andere Zivilisation sind als der Normalbürger so, weißt du? Stolen leben sie vermutlich in riesigen, miteinander vernetzten Untergrundbasen. Finanziert werden sie durch Schattenhaushalte der Regierung, deren sichtbarer Teil als sogenannter tiefer Staat bezeichnet wird, doch gehen ihre Strukturen noch viel tiefer. Sie haben ihre eigene Sicht auf den Kosmos und unseren Platz in der Welt, auf unsere Geschichte und unsere Herkunft. Ihr Wissen halten sie geheim und ein Großteil ihrer Arbeit besteht darin, die Öffentlichkeit in Unkenntnis zu halten. Ist so, genauso wie ich eben das gesagt habe. So. Bruv, ich bin auch überzeugt davon, dass diese Menschen auch wissen, wie die echte Menschheitsgeschichte aussah. So. Wir sind hier am Schwurbeln und am Spekulieren und denken uns so, okay krass, vielleicht war das so, vielleicht sind wir doch älter als 5000 Jahre, vielleicht war früher das gewesen, wie wurden die Pyramiden gebaut, wie ist das passiert, dies passiert und so. Ich glaube, dass diese Leute ganz viel Antworten darauf haben. Aber wir bekommen diese Antworten nicht einfach so präsentiert, weil wenn wir diese Antworten hätten, dann würden wir einige Dinge realisieren. Und dann wären wir nicht mehr so leicht steuerbar, weißt du, wie ich meine? Um Richard Dolan zu zitieren: Es gibt in unserer Welt eine geheime Gruppe von Menschen, die über eine fortgeschrittene Technologie verfügt. Technologie, welche der normalen Welt weit überlegen ist. Diese Gruppe hat die Fähigkeit, Bereiche unserer Welt und Umgebung zu erforschen, die dem Rest von uns derzeit nicht zugänglich sind. Sie besitzen eine riesige, teilweise unterirdische Infrastruktur, die ihnen ein hohes Maß an Geheimhaltung und Unabhängigkeit in ihrem Handeln ermöglicht. Ich denke nicht, dass dies eine abstruse Vorstellung ist. Und ich denke, dass sich diese abtrünnige Zivilisation während des Zweiten Weltkrieges vom Rest der Menschheit abgetrennt hat. Krass. Aber könnte dies auch schon vorher, im 19. Jahrhundert, geschehen sein? Ich denke, das wäre durchaus möglich. Ich habe privat... Kevin sagt, ich glaube, der redet von Echsenmenschen. Nein, Bro. Du checkst es doch. Es sind einfach Menschen, die Wahrheit über die Menschheitsgeschichte wissen, so. Und dann einfach einen anderen Weg eingeschlagen haben als das, was sie mit uns tun. Weil die kontrollieren ja, wie wir uns verhalten und in welche Richtung wir gehen. Und die gehen halt einen anderen Weg. Deswegen redet er von einer anderen Zivilisation, in Anführungszeichen, so. Die einen anderen Weg einschlagen und die ein anderes Leben leben als das, was sie uns auftrichtern, so. Weißt du was? Tschüss, Digga. Kevin ist in der Echsenmenschen-Recherche drin. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bro. Viele Male spekuliert, dass es eine geheime, abtrünnige Gruppe von Menschen gegeben hat, die bis in die Antike zurückgeht. Wenn man sich einige der wirklich rätselhaften Mysterien unserer antiken Welt anschaut, sei es die große Pyramide von Gizeh oder Machu Picchu, gibt es Elemente dieser und anderer Architektonischer Städten, die zurückgelassen wurden,
die zumindest für mich im Kontext der menschlichen Gesellschaft, wie sie damals existiert haben soll, nicht viel Sinn ergeben. Gibt keinen Sinn, nein. Die große Pyramide macht für mich keinen Sinn im Hinblick auf die altägyptische Kultur vor 2500 Jahren. Ich frage... Auf jeden Fall nicht so, wie die das uns erzählen. Weißt du, wie ich meine? Weil die ja sagen, Evolution und wir sind krasser geworden und technischer Fortschritt und die damals waren nicht so weit wie wir und so. Wie sollen die dann sowas gebaut haben können? Weißt du, wie ich meine? Es passt nicht zusammen. Ob das Gebäude von Menschen geschaffen worden war und von welcher menschlichen Zivilisation wir hier reden? Könnte es sein, dass diese von unserer offiziellen geschichtlichen Entwicklungslinie abgespaltene Zivilisation hinter vielen Ereignissen des 20. Jahrhunderts steckt? Und was ist mit den Weltausstellungen? Wurde ein Großteil dieser dafür verwendeten Gebäude tatsächlich neu gebaut, wie es von der offiziellen Geschichtsschreibung behauptet wird? Es spricht vieles dafür, dass die Räuberbarone des Industriezeitalters nicht nur einstmals weit verbreitetes technologisches Wissen vor uns verborgen haben, sondern dass sie sich auch die imposanten architektonischen Meisterwerke unter den Nagel rissen, in denen dieses Wissen ausgestellt wurde. Einige der Gebäude der Weltausstellungen stehen heute noch und sie bestehen offensichtlich nicht aus Gips oder ähnlich empfindlichen Materialien, mit denen sie angeblich erbaut worden sind. Sind sie also nachträglich in massiver Qualität wieder aufgebaut worden? Und ist es überhaupt möglich, dass die prunkvollen, aufwendig gestalteten Expo-Areale mit den damaligen technologischen Möglichkeiten innerhalb nur weniger Monate erbaut wurden, nur um ein paar Monate später, nach Ende der Ausstellungen, wieder zerstört zu werden? Oder ist es nicht viel plausibler, dass nach einer großen Katastrophe die weltweiten Überreste der vorangegangenen Hochkultur nicht nur systematisch zerstört, sondern auch in ein uns übergestülptes Geschichtsbild hineingepresst wurden? Stülpe den Mann. Einige Informationen deuten darauf hin, dass auch nach dem weltweiten einschneidenden Ereignis, das wir als Reset oder Schlammflut bezeichnen, immer noch unzählige, vollständige und schöne Städte übrig blieben, die von einer neuen Machtelite erobert und dann unter anderem als Expos umfunktioniert und anschließend größtenteils vernichtet worden sind. Gerade in Amerika, der sogenannten Neuen Welt, wären die vielen griechisch-römisch anmutenden Städte nur schwer zu erklären gewesen, denn im Gegensatz zu Europa gab es in den USA ja gar keine griechisch-römische Geschichte. Krass. Je tiefer man forscht, desto schwieriger wird es, plausible Erklärungen für den Bau und die Zerstörung dieser außergewöhnlichen und riesigen Ausstellungsareale zu finden. Die offizielle Version über die Bauwerke der Expos lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Die Menschen des 19. Jahrhunderts liebten aus nicht näher bekannten Gründen die griechisch-römische Architektur und deshalb war es den Architekten, die zwischen 1850 und ungefähr 1914 die Weltausstellungen organisierten, extrem wichtig, klassizistisch zu bauen. Anmerkung: Mit dem Ersten Weltkrieg endeten die architektonischen Ambitionen in Europa urplötzlich und auch viele Ausstellungen fanden nicht wie geplant statt. Erst im Zuge des Faschismus erfolgte ein Rückgriff auf antike Designprinzipien. Berlin, gell? Wurden diese häufig eher oberflächlich umgesetzt und kamen vor allem bei einigen wenigen repräsentativen Prachtbauten zur Anwendung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die klassische Architektur hingegen bewusst mit neuen Strömungen, zum Beispiel Bauhaus, ersetzt. Offiziell, um sich vom Faschismus zu distanzieren. In Wahrheit ging es aber vermutlich eher darum, mittels seelenloser, brutalistischer Architektur die Verbindung zur alten Welt zu kappen. Ist so, Digga. Guck dir mal die Gebäude heutzutage an, so. Das ist der Fortschritt, bruv. Das ist die Evolution der Gebäude. Die Gebäude heutzutage sehen beschissener aus denn je. Wenn du es vergleichst mit der Antike, oder nicht, Digga, sag ich was Falsches. Für die Weltausstellungen zwischen 1851 und 1914 wurden keinerlei Mühen gescheut und enorm viel Arbeit in die Schaffung komplexer Statuen, Ornamente, Säulen, Parks und Gebäude gesteckt. Auch die weltweit größten Orgeln wurden extra für die Weltausstellungen angefertigt. Ökonomische Gesichtspunkte spielten keine Rolle, Geld schien ja da zu sein, um ausgegeben zu werden. Auch wenn die meisten Gebäude angeblich nur aus Gips und Leinen oder Hanffasern gebaut waren, da sie ja nur für die Dauer der Expo halten sollten,
war die Detailverliebtheit so enorm, dass es rein visuell anscheinend keine Unterschiede zwischen den Expo-Bauten und den klassischen Prachtbauten des Altertums gab. Der Zweck der Weltausstellungen lag darin, die angeblich während der industriellen Revolution komplett neu entdeckten Technologien den Massen schmackhaft zu machen, Abhängigkeiten und Absatzmärkte zu schaffen. Am Ende wurden die meisten Gebäude wieder abgerissen und es blieben häufig nur Wiesen oder leere Parks zurück. Ja, Skyline, Myline und so, Digga. Guck mal, das Ding ist auch, das ist eine Sache, die ist uns auch nicht mehr richtig bewusst so, dass umso weiter wir von der Erde, also umso weiter wir vom Boden weg sind, umso mehr sind wir getrennt davon so. Weißt du, wir leben in so hohen Gebäuden, dass wir gar nicht mehr mit der Natur, nicht mal so, ich gucke jetzt zum Beispiel auf den Boden, auf den Wald und so, ich sehe hier Natur vor meinem Fenster, Digga. Das connectet mich automatisch, wenn ich aufstehe und es sehe und spüre so. Aber umso weiter wir in diesen Betonklötzen oben drin sitzen, ohne Connection noch mit irgendwas Natürlichem so, umso mehr sind wir getrennt von der Natur. So. Ich habe zeitlang Yoga gemacht in meiner Wohnung und habe gemerkt, was für ein Riesenunterschied das ist, wenn ich Yoga in meiner Wohnung mache oder im Freien. So. Es ist so krass, morgens aufzustehen, seine Routine zu machen und dann im Freien Yoga zu machen. Es ist great, dann hörst du Vögel zwitschern und so. Das ist ein ganz anderes Leben, ist ein ganz anderer Lifestyle. Das sollten wir nicht unterschätzen, meine lieben Freunde. Geht raus in die Natur. Schwöre ich dir. Kevin sagt, manchmal schaue ich alte Gebäude an und denke mir heftig, wie lange es hier schon steht mit so einer Pracht. Ist crazy, Bro. Ich habe das auch. Vor allen Dingen, wenn du, so, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du mal so irgendwelche Dinge angucken gehst, so. Also das Heftigste, was ich an der Bauten gesehen habe, sind halt die Pyramide hier in Mexiko, so. Wenn du dann davor stehst und in diesem ganzen Komplex quasi dann auch dich bewegst und diese ganzen Bauten da siehst, war ja nicht nur die Pyramide, da geht's ja, dann gibt's Mauern und dann gibt's noch andere Statuen und so. Und das Ding, ich hab's ja auch angefasst und so. Weißt du, was ich meine? Und das Ding anpackst und so, dann denkst du dir so, krass. Keine Ahnung, es verbindet dich wieder mit diesen alten Zeiten auf eine Art und Weise und fasziniert dich brutal. Deswegen will ich auch noch mehr von diesen alten Dingern mir reinziehen. Machu Picchu, Gizeh muss ich mir auf jeden Fall angucken. Was gibt's noch? Es gibt auf jeden Fall noch einiges, was man sich angucken muss an alten Bauten. Finanzierung. Etliche Expos machten enorme Verluste. Dies ist insofern erstaunlich, als dass die Startimpulse für die Ausstellungen angeblich von den Industriellen selbst kamen. Die Investitionsdefizite könnten darauf hindeuten, dass bei den Expos eine geheime Agenda verfolgt wurde, die nicht gewinnorientiert war. Berlin, Deutschland, 1896. Die Gewerbeausstellung schloss bei einem Investitionsvolumen von 10 Millionen Reichsmark mit einem Defizit von 2 Millionen Reichsmark, auf dem die Berliner Wirtschaft sitzen blieb. Anders als die begleitende Kolonialausstellung, die großzügige staatliche Unterstützung vom Auswärtigen Amt genoss, musste die Gewerbeausstellung ohne finanzielle Zuwendungen auskommen. Lübeck, Deutschland, 1895. Obwohl insgesamt 750.000 Besucher kamen, schloss die Deutsch-Nordische Handels- und Industrieausstellung mit einem finanziellen Defizit ab. Die Ausstellungsbauten wurden nach Ende der Veranstaltung vollständig beseitigt. Und auf dem Mali-Gelände wurde ein Wohngebiet geschaffen, das Bestandteil der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts städtebaulich entwickelten Lübecker Vorstadt St. Gertrud wurde. Nürnberg, Deutschland, 1906. Trotz der 2,5 Millionen Besucher wird die Bayerische Jubiläumslandesausstellung von 1906 für Nürnberg ein finanzieller Verlust. St. Louis, USA, 1904. Schlussendlich machte die Expo einen Verlust von 8,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem heutigen Gegenwert von mehr als 250 Millionen US-Dollar. Philadelphia. Crazy, Dicker, mysteriös, Freunde, oder? USA, 1926.
Die Ausstellung zog wesentlich weniger Besucher an als die ursprünglich geplanten 10 Millionen. Am Ende konnte sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen und ging 1927 in Insolvenz. Gibt's den Shit eigentlich noch? Gibt's diese Expos eigentlich noch? Die letzte Expo 2000, Digga, war die nicht... Wann war die Expo 2000? Ich glaube, die war sogar in Hannover, Digi. 2000er Expo, Bro. Doch, ich glaube schon. Ich wollte dahin sogar, glaube ich. Schauen wir uns nun einige dieser Weltausstellungen etwas genauer an. Hau mal rein jetzt. Panama Pacific Expo, USA 1915. Als 1915 die Panama Pacific International Exposition eröffnet wurde, befanden sich die europäischen Nationen mit dem Ersten Weltkrieg bereits in einem Aufruhr größten Ausmaßes. Der Sturz der Monarchien nahm seinen Anfang, der europäische Kontinent wurde umgestaltet und alle Bereiche von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur einem grundlegenden Wandel unterzogen. Die Stadt San Francisco selbst erholte sich gerade erst von den schrecklichen Erdbeben und Bränden, die 1906 wüteten, und inmitten dieser hektischen Zeit öffnete eine für heutige Maßstäbe unvorstellbar große Ausstellung ihre Tore und feierte damit gleichzeitig die Fertigstellung des Panama-Kanals vom August 1914. Das Messegelände erstreckte sich über 600 Hektar und 2,5 Meilen am Wasser entlang, empfing zwischen dem 20.02. und dem 4.12.1915 fast 20 Millionen Besucher und war damit eine der erfolgreichsten Ausstellungen der damaligen Zeit. Wegen der Größe und dem weitläufigen Gelände war es Gästen, selbst nach mehrmaligen Besuchen, praktisch unmöglich, die komplette Messe in Augenschein zu nehmen. Krass. Die meisten Gebäude, so heißt es, wurden aus Holz, Gips und Leinenfasern hergestellt, um die Kosten möglichst niedrig zu halten und sie nach Beendigung der Weltausstellung schnell wieder abreißen zu können. Was bringt das, Digga? Was war denn der Sinn und Zweck der Sache? Wenn wir uns allerdings einige Fotos dieser nagelneuen Bauwerke genauer ansehen, so kommen schnell Zweifel über die offizielle Geschichte auf. Viele Gebäude weisen beispielsweise kurz nach Fertigstellung bereits Alterserscheinungen auf und scheinen stark verschmutzt zu sein, so zum Beispiel der Brunnen der Erde. Hätten diese Gebäude, wenn die offizielle Entstehungsgeschichte nur halbwegs stimmig ist, nicht eigentlich brandneu aussehen müssen? Stattdessen blicken wir von Beginn an auf uralte Monumente, die auch aus dem sagenumwobenen Atlantis oder dem alten Rom. Ja, um alte Gebäude abreißen zu können. Okay, krass. Also die sagen quasi, die haben die Dinger aus Pappe gebaut und so, damit die danach schnell wieder abreißen können. Obwohl es eventuell echte Gebäude sind und die dann danach einfach die echten Gebäude abreißen konnten, mäßig, wa? Stammen könnten. Andererseits wird der Architekt des Palast der schönen Künste, Palace of Fine Arts, Bernard R. Maybach, mit den Worten zitiert, dass jede... Maybach-Music. Voll random, Bro. ...große Stadt Ruinen braucht. Deshalb sollte der Palast nach Beendigung der Expo verfallen, dessen Strukturen teilweise nur für die Dauer der Ausstellung gedacht waren. Es heißt, dass er sich bereits beim Bau an römischen, überwucherten Ruinen orientierte, ganz der Stimmung eines Piranesi-Stichs entsprechend, der im 18. Jahrhundert für seine Ruinenmalerei bekannt wurde. Doch hält sich der Palast auf diesem Foto von 1919, ganze 4 Jahre nach Beendigung der Expo, nicht noch erstaunlich gut? Wo sind die witterungsbedingten Verfallserscheinungen? Und es gibt weitere Widersprüche. Angeblich wurden sämtliche Bauwerke nur billig und schnell aus Gips hochgezogen, doch das Bill Graham Civic Auditorium steht heute noch. Es wurde, im Gegensatz zum Palast der schönen Künste, nie grundlegend renoviert oder neu aufgebaut, bestand also demnach schon immer aus massivem Stein. Widmen wir uns nun noch einmal dem Palast der schönen Künste und lassen einige Zeitzeugen zu Wort kommen.
Professor Van Noppen von der Columbia University merkte an, dass, Zitat, der Palast der schönen Künste so erhaben, so majestätisch und das Produkt einer solchen Vorstellungskraft ist, dass er das Zeitalter des Perikles geziert hätte. Auch Thomas Edison war voller Begeisterung. Zitat, der Architekt dieses Gebäudes ist ein Genie. Es gibt nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares. Sind das Äußerungen, die man über ein soeben errichtetes zeitgenössisches Gebäude aus Gips und Leinen erwarten würde? Und Louis Christian Mulgart, selbst einer der Architekten der Ausstellung, sagte dem Commonwealth Club, Zitat, wenn die Gebäude der Exposition... Ich finde den Teil jetzt nicht so interessant, sage ich euch ehrlich, ja? Mit diesen Weltausstellungen und mit diesen Gebäuden und so, weiß nicht. Und abgerissen werden, dann haben wir eine der größten architektonischen Einheiten zerstört, die jemals in der Weltgeschichte geschaffen wurde. Es fällt schwer zu glauben, dass hier lediglich von temporären Neubauten die Rede war. Gegen Ende seines Lebens landete der angeblich so beliebte Mulgart übrigens verarmt im Irrenhaus von Stockton, Kalifornien. Kann es sein, dass er niemals wirklich mit der Lüge leben konnte, die Erschaffung verschiedener architektonischer Meisterwerke für sich beansprucht zu haben? Eine wohlhabende Bürgerin San Franciscos, Phoebe Apperson Hearst, die Ehefrau des Industriellen George Hearst, gründete während der Expo die Palace Preservation League, sinngemäß Palastbewahrungsliga, und nur dank dieser Bemühung wurde der Palast nicht abgerissen. Ihr Sohn, der Verleger des San Francisco Examiner, William Randolph Hearst, trug mit zum Erfolg der Kampagne bei. Doch offiziell heißt es, obwohl der Palast vor dem Abriss gerettet wurde, war seine Struktur nicht stabil. Ursprünglich nur für die Dauer der Ausstellung gedacht, wurden die Kolonnade und die Rotunde bisschen dry, ne? Nicht aus dauerhaften Materialien. Ist bisschen dry, Digga, das Video. Die ersten Teile waren nicht so dry. Baut und daher mit Holz umrahmt. Ich verstehe, was du meinst, Deus. Wichtig, aber es ist trocken. Und dann mit Stäben, einer Mischung aus Gips, infolge der Bauarbeiten und des Vandalismus, war die simulierte Ruine in den 1950er... Der redet jetzt über diese ganze Ausstellung in einzeln, Bruderherz. Tschüss. Und dann kommt er zu Zweck der Weltausstellungen. Da ist doch wieder interessant. Räuberbarone der Gründerzeit. Zweck der Weltausstellungen. Hierarchie und Macht. Die Heldenreise. Und Outro. Ich glaube, das ist interessant, bruv. Man sieht auch hier an der Wiedergabekurve. Hier wird's wieder interessant. Zweck der Weltausstellung. Skip. Sollen wir skippen, Dicker? Oder ich habe jetzt halt schon 27 Minuten geguckt. Ich glaube, ich nehme das als Teil jetzt. Ich nehme das jetzt als Teil und dann noch einen zweiten Teil, wo ich hier hinten dann mir den Zweck reinziehe, oder? Tatsächlich eine bröckelnde Ruine. Wir sollen also glauben, dass die Palace Preservation League viel Aufwand betrieben hat, um eine Pappruine vor der Zerstörung zu bewahren. Wahrscheinlicher ist folgendes Szenario. Der Palast wurde nie neu gebaut, nur renoviert, denn es handelte sich um ein ganz normales, dauerhaftes Gebäude. Im offiziellen Narrativ wurde aus der Renovierung ab dem Jahr 1964 dann eventuell ein neues. Ich küsse euer Herz, ich werde im nächsten Teil einfach den Rest hier hinten mir reinziehen, weißt du? Oder, Freunde, was sagt ihr? Ich liebe euch. YouTube, eure Gedanken bis jetzt unten in die Kommentare rein. Sorry, ist ein bisschen dry gewesen jetzt hier am Ende, aber am Start bleiben. Der letzte Teil wird, glaube ich, nochmal richtig spannend dann hier hinten, ja? Dabei ist alles, Wald, dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Ich liebe euch, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out.